Es ist wieder soweit. Erinnerungen an die Zeit vor 30 Jahren. Elbflorenz, Perle an der Elbe, liebevolle Bezeichnungen mit einem Hauch Glamour für die sächsische Hauptstadt, die schon damals Touristen lockte. Rund 3,5 Millionen Besucher zählt Dresden im Jahr. Die meisten kommen aus den Ostblockländern. Nur etwa 100.000 Besucher aus dem Westen machen sich auf die Reise in den anderen Teil Deutschlands und genießen den besonderen Flair dieser Stadt. Und so verstand sich dieser Film auch als Anregung für den Bundesbürger zu einem Besuch nach Dresden. Die Gemäldegalerie hatte es Autor Hans-Jürgen Weineck angetan und der Strom ihrer Bewunderer. Führungen in 18 Sprachen sind erhältlich, darunter Vietnamesisch, Arabisch und Japanisch. Ein ganz besonderer Tag im Museum, der Film Die Gemäldegalerie in Dresden und ihre Besucher. Verehrte Gäste, in einer Übersichtsführung sollen Sie die bedeutendsten Werke der weltberühmten Dresdner Gemäldegalerie kennenlernen. Wir wünschen, dass es für Sie eine Stunde der Freude und Erbauung sein möge. Noch immer ist mit Dresden für viele Besucher aus Ost und West das große Kunsterlebnis verbunden. Sie erleben die Neubauten in der am 13. Februar 1945 völlig zerstörten Prager Straße. Wohnhäuser, Hotels, eine Fußgängerzone und viel bewunderte Wasserspiele. An der Elbe das berühmte Gartenrestaurant Italienisches Schlösschen. Ruhepunkt vor und nach dem Besuch der Gemäldegalerie. Über allem Wechsel der Zeiten das Standbild König August des Starken. Der zerstörte Zwinger 1945. Auch diese Bilder bereits Historie, wie die erhaltene Inschrift des sowjetischen Pioniers am Eingang. Das Museum ist kontrolliert, keine Minen. Janutin, Pionier. Der Eingang zum weltberühmten Zwinger. Sommermorgen an einem Werktag. Die Frühaufsteher sind noch unter sich. Dies wird sich bald ändern, wenn die Karawanen der Fremden aus dem Ostblock eintreffen. In dieser barocken Kulisse so vieler höfischer Feste, Schauspiele, Empfänge, künstlerischer Ereignisse, politischer und privater Kundgebungen. Der berühmte Nymphenbrunnen. Auffallend die Gemächlichkeit und Ruhe der Besucher. Man nimmt sich Zeit bei einem Dresden-Besuch. Die Frauenkirche, heute Mahnmal der sinnlosen Zerstörung Dresdens. Davor Martin Luther, unzerstört. Es wird liebevoll restauriert, was auf Repräsentation bedachte, kunstsinnige Fürsten einst errichten ließen. Dem Vaterland zur Zier und Ehr. Welchem Vaterland? Gottfried Semper, der große Dresdner Baumeister, kann befriedigt in die wieder aufgebaute Runde und auf das weit gereiste Publikum blicken. Vor dem Zwinger ein riesiger Busparkplatz. Mit dem Bus ist es von Moskau her eine 3-Tage-Reise. Es scheint manchmal, Reisende aus dem ganzen Ostblock treffen sich hier auf Westkurs vor der Sixtinischen Madonna Raphaels. Wir müssen uns vorstellen, dass solch ein Werk auf die Zeitgenossen des Malers, die Bilder so zu lesen verstanden, wie wir heute ein Buch, eine ungeheure Wirkung ausübte. Wie lange dauert ein durchschnittlicher Museumsbesuch? In Dresden etwa 1 Stunde 15 Minuten.
Den russischen Besuchern jedoch wird eine größere Ausdauer nachgesagt. Sie verbringen oft fast die doppelte Zeit im Museum. Man sagt ihnen eine andere, bilderfreudigere Einstellung nach. Mit der schlummernden Venus. Für viele Osteuropäer ist es die erste Begegnung mit dem klassischen und kulturellen Erbe Westeuropas. Ältere Russen konnten die Bilder nach dem Kriege bereits in Moskau, Leningrad und Kiew sehen. Zum Kunstgenuss gehört hier die oft zweifelhafte Vorfreude des Wartens. Im Ostblock geht dem Museumsbesuch angesichts des Massenansturms oft sogar ein stundenlanges Warten voraus. Schlangen also in Dresden, wie vor der Eremitage in Leningrad, dem Puschkin- oder dem Tretjakow-Museum in Moskau oder dem Lenin-Mausoleum. Während man in der UdSSR bis zu 3 bis 4 Stunden Wartezeit einplanen muss, bleibt es in Dresden bei einer halben oder höchstens einer Stunde. Die Sammlungen erheben grundsätzlich Eintritt. Nulltarif wäre Sünde gegen die Kunst. Wer für den Besuch der Galerie nicht den Gegenwert einer Tasse Kaffee erübrigen will, soll gefälligst draußen bleiben, meint Generaldirektor Professor Bachmann. Dresden hat im Jahr etwa 3,5 Millionen Touristen. Die staatlichen Kunstsammlungen haben im Jahresschnitt etwa 2,5 bis 2,7 Millionen Besucher. Das heißt also, der größte Teil der Touristen Dresdens besucht auch eines unserer Kunstmuseen. Unter ihnen sind im Jahresschnitt etwa 100.000 Besucher aus nicht-sozialistischen Ländern. Und wir können zu Recht annehmen, dass fast alle diese Besucher auch zugleich Besucher unserer Kunstmuseen sind. Von dort her wird verständlich, dass diese Warteschlangen vor unseren Hauptsammlungen einfach etwas Alltägliches und sogar Notwendiges sind, denn nicht alle Museen sind so groß, um zu jeder Stunde einen unübersehbaren Besucherfluss reibungslos durchzulassen. Für Erwachsene, Jugendliche und Schulklassen aus der Umgebung Dresdens werden jährlich 60.000 verbilligte Jahreskarten ausgegeben. Pressekonferenz zur Ausstellung 200 Jahre Dresdner Malerei. Es kommt Joachim Ulitsch, dem Leiter der Galerie Neue Meister, darauf an, die ununterbrochene Kontinuität und den Epochenunterschied zwischen einst und jetzt zu verdeutlichen. Eine der bedeutendsten Galerien der Welt. Die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister ist eine Weltgalerie. Ich kann also hier studieren die Schönheiten der Natur und ich kann studieren das klassische Erbe. Und viele haben es gesagt, ich bin nach Dresden gegangen, um in der Nachbarschaft Tizians zu sein, um in der Nachbarschaft Raphaels, Dürers, Correggios und Veroneses zu leben. Wir wollen mit 200 Jahren Malerei in Dresden nicht nur Geschichte, sondern zugleich, beinahe hätte ich jetzt gesagt, vor allem, auch zeigen, was leisten die Künstler heute, um nämlich wahrmachen zu können, was ich zu Anfang sagte, dass die Traditionen, zwischen Traditionen in der Kunst der sozialistischen Gegenwart münden, aber nicht bloß münden, sondern weitergeführt werden. Diese Ausstellung hat nicht nur lokale Bedeutung, sondern die Ausstellung 200 Jahre Malerei in Dresden wird, wenn sie hier ihre Pforten schließt, in das Ausland gehen. Sie war indessen in Bukarest und Sofia. Auch wenn es sich aus westlicher Sicht teilweise um ideologisch verstandene Kunst handelt, einige der heutigen Dresdner Künstler werden auch von den westlichen Kunstkennern beachtet. Ein Austausch mit der Bundesrepublik bereitet nach wie vor große Schwierigkeiten, nicht jedoch mit dem übrigen Ausland. Dazu Verwaltungsdirektor Rost, soeben aus den USA zurück. Wenn wir von den staatlichen Kunstsammlungen Dresden und ihren 2-3 Viertel Millionen Besuchern ausgehen, so sollten wir nicht außer Betracht lassen die 3 Viertel Millionen Besucher, die die Möglichkeit hatten, im Jahr 1975 in verschiedenen Ländern Europas und auch in Übersee Kunstschätze aus Dresdner Sammlungsbesitz zu bewundern. So denke ich an die Ausstellung mit Meisterwerken der Dresdner Gemäldegalerie in Moskau und Minsk, mit Werken der Dresdner Gemäldegalerie der letzten 200 Jahre in Prag,
an altjapanische Porzellane in 5 Städten in Japan oder an eine Volkskunstausstellung in Schweden. Klassenausflug einer Oberschule aus Prag nach Dresden, verbunden mit einem Museumsbesuch. Correggios Bild Heilige Nacht wird intensiv erklärt. Von Prag nach Dresden sind es nur 3 Stunden Busfahrt. Kein Zweifel, dieser Besuch ist von der Lehrerin lange vorbereitet worden. So wird der jungen Generation Kunst zum Erlebnis. Das Besondere an diesem Bild ist die Lichtführung um das Jesukind. Woher kommt das Licht? Es kommt nirgendwo her. Es ist das Christkind, das selbst strahlt. Eine kunsterzieherische Arbeit mit der Jugend, die man in dieser Form auch in der Bundesrepublik zunehmend pflegt. Auf der Krippe kann man Jahreszahlen erkennen, das Entstehungsjahr und das Geburtsjahr Correggios. Und nun zu Tizian. Die Dresdner Kunstsammlungen haben rund 500 Mitarbeiter. Mit ausgebildeten Kräften veranstalten sie im Jahr etwa 25.000 Führungen. Eine ungewöhnliche Leistung, die aber bei dem Besucheransturm keineswegs ausreicht. Tonbandführungen wurden daher eingerichtet. Neben den geläufigen Sprachen unter anderem in Ungarisch, Vietnamesisch, Finnisch und Arabisch. In 18 Sprachen wird eine zeitlich begrenzte, aber ausreichende Führung gegeben. Rekorder. In welcher Sprache bitte? Polnisch bitte. Ja. In unserer Delegation. Ist gut, mach 41 Mann. Die Leitung des Hauses sieht die Grenzen und Schwierigkeiten dieser Tonbandführungen. Sie werden zurückhaltend nur als Grundinformation gesehen, die das ausführliche Kunstgespräch nicht ersetzen kann. Im Vergleich zu anderen Systemen haben sie sich jedoch als zuverlässig und preiswert erwiesen. So, ich habe mich überzeugt, es läuft. Der rote Knopf ist oben. Ja. Unten ist ausgeschaltet. Ja. Das ist die ganze Handlung, die Sie nur mit dem Apparat machen brauchen. Sie bekommen noch dazu einen Plan. Sie gehen bitte hoch in die erste Etage bis zum Buchstand. Gegenüber ist die Rotunde. Dort schalten Sie das erste Mal das Gerät ein. Sie hören Erläuterungen zur Historik und Bedeutung der Gemäldegalerie. Beim Gong ausschalten und Sie begeben sich hinter zur Sixtinischen Madonna. Dort schalten Sie das Gerät wieder ein, hören, bis Gong, stoppen das Gerät, gehen zum Bild 2. Und so zieht sich das durch die ganze Galerie bis zum Bild 28. Jetzt brauche ich aber noch Ihre Personalien. Der programmierte Museumsbesuch. Ein weltweites Problem. Die kurzen Texte wurden von Kunsthistorikern erarbeitet und von Dolmetschern in deren eigener Muttersprache gesprochen. Sebastian war hier ein Beispiel aus der deutschen Führung. Wurde wegen seines Bekenntnisses zum christlichen Glauben mit Pfeilen getötet. Dieses Thema war dem Künstler ein Vorwand, um einen schönen männlichen Akt darzustellen. Es ist nicht ein Märtyrer, der an den Pfahl gefesselt wurde, sondern ein verträumter Jüngling steht in schön ausgewogener Haltung. Eigene und fremde Kritik an der Tonbandführung richtet sich gegen die Überschneidung von Führungsgruppen in einem Saal. Obwohl man die Gruppen in Abständen von einigen Minuten laufen lässt, gibt es mitunter in einem Raum 2 bis 3 Sprachführungen gleichzeitig, da sich die Gruppen selten an die ausgemessene, vorgesehene Zeit halten. Andere Führungssysteme stehen daher zur Diskussion. Bei den Bandführungen handelt es sich inhaltlich um einen ausgewogenen kunsthistorischen Führungstext, wie er in Rom, Paris, Amsterdam oder in New York auch nicht anders gegeben würde. Ein kurzer Text, der im Schnitt zu etwa 30 Bildern führt. Das bedeutet pro Bild etwa 2 Minuten Erklärung und Standortwechsel.
Dies entspricht in etwa auch der normalen Auffassungskraft. Eine Tonbandführung dauert hier, einschließlich der Gänge, etwa eineinviertel Stunde. Wir verlassen diesen Saal und wenden uns in dem nächsten Saal, von der Mitte aus, wiederum einigen italienischen Meistern zu. In Dresden studierende Ausländer werden gern zusätzlich zu den Personenführungen herangezogen. Ein bulgarischer Staatsbürger, vom hier Promovierender an der TU Dresden und zurzeit als Dolmetscher hier. Eine sowjetische Gruppe habe ich, sind Spezialisten, Computerspezialisten, also Rechentechnik-Spezialisten aus Moskau und Minsk. In Leipzig hier nehmen sie teil an einem Robotron-Lehrgang für R40. Und jetzt, heute früh sind wir nach Dresden gekommen, haben uns eben hier die italienische Malerei angesehen, haben die großes Interesse gezeigt und haben immer so Vergleiche gezogen hier zu den Bildern, die sie in der Hermitage haben und in der Tretjakowski-Galerie. Neben den großen immer wieder die kleinen Gruppen, die Familie, Privatreisende. Hier vor Leda mit dem Schwan von Rubens. Aus Budapest kommen wir. Jetzt sind wir schon 3 Tage hier und schauen die wunderbaren Bilder an hier im Zwinger. Jetzt schauen wir gerade Rembrandts Bild mit Saskia. Ja, leider fahren wir morgen nach Erfurt, aber wir kommen zurück, wieder in Dresden. Und Zwinger werden wir noch einmal anschauen. Rembrandt mit seiner Frau Saskia. Der Text der Führung weist auf die soziale Herkunft hin. Saskia, die Tochter eines reichen Amsterdamer Kaufmanns, Rembrandt, der Sohn eines Müllers. Wir sind eine Gruppe aus Österreich, sind heute von Linz her geflogen und uns interessiert als erstes natürlich die Gemäldegalerie. Wir bleiben bis am Montag hier und werden uns weitere Kunstwerke anschauen. Von Linz an der Donau ist es eine knappe Flugstunde. Wunschvorstellung vieler Bundesbürger: Dresden sollte als ein europäisches Kulturzentrum auch für uns mit dem Flugzeug direkt erreichbar sein. Alle Bildwerke, auch die religiösen, zeichnen sich durch einen hohen Grad an Vermenschlichung aus. Dieser Humanismus begegnet uns besonders geläutert in Raphaels Sixtinischer Madonna. Vor der Sixtinischen Madonna, Höhepunkt so vieler Dresden-Besuche. Sie ist von einer der originale deutsche Führungstext, gebildet aus zahllosen kleinen Engelsköpfchen. Links kniet der heilige Papst Sixtus, der die Züge des Auftraggebers, Papst Julius II., trägt. Rechts die heilige Barbara. Vorn an der Brüstung erblicken sie 2 Engel, die in kindlicher Unbefangenheit den hohen Ernst der Darstellung mildern. Die vietnamesische Führung. Ist dies nun die von der UNESCO geforderte soziale Dimension des Museumsbesuches, das offene Museum, von dem alle Welt spricht, in dem es keine kunstliterarische Einschüchterung des Besuchers durch einen herablassend informierenden Führer mehr gibt? Es bleiben jedoch die Probleme der Vorprogrammierung. Hier Orientierungsschwierigkeiten. Wo ist denn nun das Bild, das erklärt werden soll? Es kommt vor, dass man sich suchend im Kreise dreht. Insgesamt aber ist die Wirkung der Gemäldegalerie in Dresden, jener Stadt weit im goldenen Westen des Ostblocks, ungewöhnlich hoch einzuschätzen. Außer einer fast lückenlosen Erwachsenenbetreuung arbeitet das Museum auch mit Jugendlichen und Kindern. Hier mit jungen Pionieren. Geh ruhig mal ran, schau das mal an, Petra. Es liegt nahe für den Museumspädagogen bei der Arbeit mit jungen Pionieren, diese von Canaletto festgehaltenen Typen der Fischer, Handwerker, Bürger, Offiziere und Adligen zu verlebendigen und zu deuten. Eine Pädagogik, in der auftragsgemäß auch die Wertvorstellungen des Sozialismus deutlich zur Geltung kommen müssen. Der aufmerksame Beobachter aus dem Westen
registriert die deutliche Parteinahme und eine sanfte Indoktrination. Haben die alle beim gleichen Schneider ihre Sachen machen lassen? Na, wer hat wohl einen teuren Schneider gehabt, ja? Ja, weil ein feines, reiches Paar, nicht? Die gehören eigentlich gar nicht dahin. Den Kindern wurde anschließend die Aufgabe gestellt, das heutige Stadtbild Dresdens zu zeichnen, Veränderungen festzustellen. Eine Aktualisierung und Vertiefung des Stoffes, wie sie zum Beispiel auch in Köln, Karlsruhe und Hamburg angeboten wird. Diese Museumspädagogik steht nicht vereinzelt. Sie wird planmäßig im Schulunterricht fortgesetzt. Wie sieht der Museumspädagoge der Dresdner Gemäldegalerie seine Aufgaben? Wir knüpfen an die Interessen der Kinder an, die im Alter zwischen 10 und 13 Jahren ein stark entwickeltes kognitives Interesse haben, die Welt ergründen möchten in ihren Einzelheiten und die auch schon Versuch machen, diese Einzelheiten zu einem Weltbild zusammenzubauen. Solche Arbeitsgemeinschaften ermuntern zum selbstständigen Besuch von Museen. Wenn man hier bedenkt, wie alt das schon ist. Im Kunsterziehungsunterricht erfuhren wir schon sehr viel über das Bild, die Sixtinische Madonna, und wir waren nun interessiert, dieses Bild mal in Wirklichkeit hier in der Dresdner Gemäldegalerie zu sehen, und es hat uns wirklich sehr beeindruckt. Wir haben schon sehr viel diskutiert darüber. Dadurch verstanden wir das Bild schon viel besser und es ist ganz ausgezeichnet, wie es dargestellt wurde. Und ihr kommt woher? Wir kommen von der EOS in Rüdersdorf und sind zurzeit auf einer Klassenfahrt. Galerie, die Oberflächen der Bilder betrachten, sondern auch etwas wissen wollen, wie so ein Bild entsteht, wie es gemalt wird. Mitglieder einer FDJ-Arbeitsgruppe beim Chefrestaurator der Dresdner Gemäldegalerie. Ich kann Ihnen das hier an einem kleinen Beispiel zeigen. Wie kommen Jugend und Museum zusammen? Am Anfang, vor 14 Jahren, stand der Vorschlag, die Freizeit der Jugendlichen mit Hilfe der Kunst- und Kulturstätten inhaltsreicher zu gestalten. Zunächst ohne genauere Vorstellungen schlossen sich 350 Jugendliche zu einem Museumsjugendclub zusammen. Im Kommentar zum Jugendgesetz der DDR heißt es zu dieser Jugendarbeit: Kultur und Kunst sind unentbehrlicher Bestandteil des Lebens der Jugend in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Aufgabe der Jugendlichen ist es, nach Kunsterlebnissen und eigener künstlerischen Betätigung zu streben, die vielfältigen Möglichkeiten für eine kulturvolle Lebensweise zu nutzen. Das Bild wird wieder über den Rahmen gespannt. Dann bleibt Solche Informationsveranstaltungen wechseln ab mit Atelierbesuchen bei Künstlern der Gegenwart und kunsthistorischen Exkursionen. Kann man ja nicht einfach mit einer Kittfläche verkitten. Es muss die Struktur der Leinwand auch weiterhin dann zu sehen sein. Eine zeitgenössische Zeichnung. Russische Soldaten und Restauratoren bei der Sammlung Dresdner Kunstschätze. Ausstellung der Kunstschätze Dresdens in Russland. Mit dem Recht des Siegers beschlagnahmte die Sowjetunion 1945 die an vielen Stellen ausgelagerten Dresdner Kunstschätze, brachte sie in die UdSSR, sicherte und restaurierte sie zugleich. Die Rückgabe erfolgte 1955 mit genauen Protokollen und einer Prüfung über den damaligen Zustand der Bilder. Die Voraussetzung dafür, dass wir heute die Meisterwerke, und ich betone es nochmal, die Meisterwerke. Chefrestaurator Weber war Mitglied der prüfenden Kommission. Er berichtet darüber vor Mitgliedern des Museumsjugendclubs. Sie bestimmt schon gehört oder zumindest gelesen haben. 1955, im Mitte des Jahres, war die Regierungserklärung dazu. Und ab August bis November erfolgte dann die tatsächliche Übergabe, von der hier also eine ganze Reihe. Es waren ja 1240 Stück sind überführt worden nach der SU und in den beiden Museen, in Moskau im Puschkin-Museum und in Kiew im Museum für östliche und westliche Kunst aufbewahrt worden und entsprechend gepflegt worden. Über diese Pflege und über den Zustand der Bilder gab es nun für jedes einzelne ein Protokoll. Das sind noch die alten Protokollmappen von vor über 20 Jahren. Das sind also auch schon fast von historischem Wert. Sie sehen also, in Russisch und in deutscher Sprache wurde der Zustand bei Eintritt des Bildes in die Sowjetunion begutachtet und beschrieben und geschildert. Dann wurden die Restaurierungsmaßnahmen geschildert.
Nach allen Berichten über die Rückgabe, die zurückhaltende Londoner Times eingeschlossen, gebührt den sowjetischen Restauratoren Dank für ihre Arbeit bei der Erhaltung der Dresdner Gemäldegalerie während des 13-jährigen Aufenthaltes der Sammlung in der UdSSR. Ohne ihre sachgemäße Pflege wären die Schäden an den Bildern irreparabel gewesen. Bei der Übergabe mitgewirkt haben. Etwa 500 Bilder werden noch vermisst. Verbrannt ist unter anderem das berühmte Bild von Courbet, die Steinklopfer. Alte Kupferstiche, wichtige Hilfsmittel der Restauratoren. Les plus célèbres tableaux de la Galerie Royale, die berühmtesten Bilder der Königlichen Galerie in Dresden. Mit ihrer Detailgenauigkeit sind sie eine wichtige Quelle für den Restaurator, für die der Kunstfreund damals viel Geld zahlen musste. Sie waren damit nur wenigen zugänglich, wie lange Zeit auch die Galerie selbst. Für Bürger Dresdens und Besucher von auswärts öffnete die Galerie nur zu bestimmten Tageszeiten. Zutritt wurde nur Personen erlaubt, die in einem geordneten Anzug kamen. Für Handwerksburschen traf dies meist nicht zu. Der erste Katalog in deutscher Sprache erscheint gegen Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein alltägliches Bild heute. Eine von den 25.000 Personenführungen im Jahr innerhalb der staatlichen Kunstsammlungen zu Dresden. Zu einer Schulklasse, die von einer Pädagogin geführt wird, hat sich eine russische Besuchergruppe gesellt und wartet. Sie rückt sofort nach, um die russische Tonbandführung zu hören. Während die deutsche Erklärung noch andauert, hat die russische Gruppe wieder aufgeschlossen und wartet. Dieses ruhige, disziplinierte Anstehen vor den einzelnen Bildkomplexen, das gelegentliche Miteinander und Nacheinander von Erklärungen in verschiedenen Sprachen, gehört zum internationalen Flair von Dresden. Alles andere noch sehr bewegt ist und an dem Geschehen erfreut. Man könnte solche Häufungen vor den Bildern vermutlich nur dann vermeiden, versuchte man die Besucherzahlen drastisch zu senken. Dem elitären Kunsterlebnis von wenigen wird jedoch hier bewusst das übergeordnete Interesse der großen Zahl entgegengesetzt. Es wäre falsch anzunehmen, es gäbe hier nur das Massenerlebnis vor der Kunst. Der einzelne Besucher, die Zweiergruppe, die Familie, finden auch in der Menge genügend Muße, um ungestört zu erleben, zu schauen, auf sich wirken zu lassen. Wir verlassen diese Koje und begeben uns nach links über die Treppe in den Saal mit Werken der altdeutschen und altniederländischen Kunst. Bitte verweilen Sie gleich am Anfang des Raumes. Die niederländische und deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts stand unter italienischem Einfluss und hatte zum Teil die Formenwelt der Renaissance. Auf der anderen Seite findet man ein starkes Beharren in spätgotischen Elementen und das macht die besondere Eigenart der deutschen Kunst aus. Der Katharinenaltar von Lukas Cranach dem Älteren. Das früheste Werk der deutschen Malerei in der Dresdner Galerie. Im Hintergrund Dürers 7 Darstellungen aus dem Leben Christi. Das Mittelstück befindet sich heute in der Pinakothek in München. Albrecht Dürer, Bildnis eines jungen Mannes.
Lukas Kranach, der Ältere, Adam und Eva. Holbein, der Jüngere, die Madonna des Basler Bürgermeisters Jakob Meyer zum Hasen. Im Saal der alten deutschen Meister sowjetische Ingenieure und Techniker. Den größten Teil der Reisekosten trägt der sowjetische Gewerkschaftsbund. Kunsterlebnis als Leistungszulage. Der Gruppe ist aus dem Dnepropetrovsk, aus dem Kraftwerk Dnepropetrovsk. Was sind Sie, was machen? Das sind nämlich Ingenieure und Techniker, die hier zu meiner Spezialbesichtigung in DDR gekommen sind. Da zahlen Sie selbst oder wer zahlt? Das ist 90% von den Leuten, die bekommen von Gewerkschaftsbund bezahlt oder ermäßigt. Das sind alles Ingenieure? Sind 30% Ingenieure und Techniker, die sind in diese Kraftwerke, die arbeiten. Auch hier eine organisierte Gruppe, eine Arbeitsbrigade aus dem Pumpspeicherwerk Niederwartha. Sie nutzt diesen freien Tag ebenfalls zu einem Museumsbesuch. Der Tag begann für sie in Schloss Pillnitz mit einem Spaziergang entlang der Elbe. Mit einem der alten Raddampfer fährt die Gruppe dann gemächlich die Elbe herunter. Einer der neuen großen Ausflugsraddampfer, die auch bei Niedrigwasser noch fahren können. Die Führung und ein Kunstgespräch der Arbeitsbrigade sind in der Galerie nicht ungewöhnlich. Rund 400 Gruppen aus Betrieben und Schulen der Umgebung werden von den Mitarbeitern des Museums seit langem betreut. Und wollen uns ein Bild des Dresdner Akademielehrers Professor Gotthard Kühl anschauen. Ich glaube, dass er uns vor allem durch seine Thematik anspricht. Gotthard Kühl hat hier das Waisenhaus seiner Geburtsstadt Lübeck, also einer Kaufmannsstadt, einer bürgerlichen Stadt, gemalt. 1884, es ist eine Zeit, als viele Künstler solche soziale Themen aufgriffen. Er stand zum Beispiel unter dem Einfluss von Liebermann. Was fällt uns denn heute, vor allem wenn man die Lage unserer Kinder bedenkt, bei der Betrachtung dieses Bildes auf? Auf alle Fälle nicht verdienen. Also auf alle Fälle nicht arbeiten, um was dazu zu verdienen. Sie müssen zum Unterhalt des Waisenhauses, das verschiedenen Stiftern entspringen kann, das kann städtisch sein, das kann durch Mäzene eingerichtet worden sein. Sie müssen also zu Ihrem Lebensunterhalt beitragen, sicher nicht in geordneter Weise im Sinne einer Berufsausbildung, denn das sieht man ja deutlich, was Sie machen. Ja, ich glaube, obgleich Sie natürlich altersmäßig unterschieden sind, links außen ist wahrscheinlich doch die Jüngste. Ja, das erinnert an die einheitliche Schulkleidung, hier oft aus ganz praktischen Erwägungen und vor allen Dingen auch, um die Kleidung billig zu halten. Wie Sie wissen, haben wir versucht, in dieser Ausstellung auch sehr viele Künstler unserer Gegend. Die Ansprüche der betreuten Betriebe, der Schulen und der Erwachsenenbildung an die kunstvermittelnden Institutionen sind auch hier im letzten Jahrzehnt erheblich gestiegen. Er war freischaffend in Dresden, vorher Akademielehrer in Leipzig. Das, was wir jetzt gerade erlebten, ist Alltag für unsere Galerie und für alle anderen Kunstmuseen. Mit dieser Brigade bin ich seit 18 Jahren fest und freundschaftlich verbunden. Wir veranstalten jeden Monat irgendein Bildungserlebnis. Diese Aufgabe haben alle Wissenschaftler unseres Hauses zu erfüllen. Wir haben zu ungefähr 400 Betrieben unserer Stadt feste freundschaftliche Verbindungen, die sich natürlich nicht nur im Besuch von Ausstellungen und Kunstgesprächen und ähnlichen Dingen ausweisen. Unser Gesamtziel ist unser kulturpolitisches Grundanliegen, ist zu dauerhaften, festen und beständigen Kunstinteressen und Kunstbedürfnissen zu führen. Und für diese Aufgabe sind die Dresdner Kunstmuseen, ich glaube, schon beispielgebend.
Diogenes mit der Lampe auf dem Markte die Wahrheit suchend. Ein Gemälde von Jakob Jordaens. Im Gegensatz zu organisierten Besuchergruppen, hier eine private Gruppe von arbeitslosen griechischen Gastarbeitern aus West-Berlin. Ja, wir sind Griechen, wir kommen aus West-Berlin, um die DDR zu besuchen. Hier sind wir in der Dresden, in der Dresdener Museum. Und sehen wir, unser Amtsmann heißt Diogenes. Er hat in Griechenland seit 200 Jahren gearbeitet. Ein Pfarrer aus der CSSR. Hier ist eine kleine Gemeinde, kirchliche Gruppe von Aussicht an der Elbe. Wir sind hier zu Besuch der Dresdner Gemäldegalerie gekommen. Es freut uns, dass wir mit Freunden von Westdeutschland zusammengekommen sind. Und was hat Sie besonders interessiert? Uns interessieren besonders die biblischen Geschichten von den großen klassischen Malern, Rubens und so weiter. Ach, in der Galerie eigentlich alles, die Rembrandt-Bilder, nicht? Die sind wunderschön und... Wo kommen Sie her? Sie kommen aus Polen, ja? Ja, aus Kosel, aus Oberschlesien. Wir kommen aus Berlin und sind zwei Tage in Dresden mit der Familie und sind besonders interessiert, Rembrandt und Rubens uns anzusehen hier. Wir sind Delegationen aus der Somalischen Demokratischen Republik und aus der Republik von Tansania und wir sind hier zu einem Seminar für den Austausch von Erziehungsprogrammen. Eine Reisegruppe aus Jugoslawien. Wir sind früh nach Dresden gekommen, um die schöne Stadt zu besichtigen. Die Sonne hat uns das noch verschönert und jetzt sind wir hier in der Gemäldegalerie und sehen uns die schönen Bilder an. Wir haben noch vor, das grüne Gewölbe zu besuchen, ja? Kaum ein Besucher, der das grüne Gewölbe, die Schatzkammer der sächsischen Könige, versäumt. König August der Starke, König von Polen und Sachsen, wacht noch heute über unschätzbare Werte von vielen hundert Millionen Mark. Nach einem Ausspruch des Grafen Brühl sollte diese Schatzkammer mit ihrer Gold- und Juwelenpracht dem Fremden so recht in die Augen leuchten, als eine imposante Anhäufung von Goldschmiedekunst und Juwelen, deren Eindruck geschickt mit Spiegeln vervielfacht wurde. Ein mit Korallen geschmücktes Trinkgefäß in Gestalt der Daphne. Prunkkannen aus Silber, vergoldet. Ein Automatenwerk, Diana auf einem Zentauren. Die spiegelnde Schauwand wurde 1721 für das Silberzimmer des grünen Gewölbes gebaut. Ein Bernsteinschrank aus Königsberg, auch vor 250 Jahren hergestellt. Nach dem Verlust des Bernsteinzimmers aus dem Königsberger Schloss, das größte aus diesem Material erhaltene Kunstwerk. Es wurde in Polen restauriert. Trink- und Schmuckgefäße, aus Bergkristall herausgeschliffen. Eine Galeere mit Goldarbeit, Smaragden und Rubinen. Eine Bergkristallflasche. Eine Bergkristallkanne mit eingeschliffenen Figuren. Die Trinkschale Ivan des Schrecklichen. Elfenbeinfigürchen von Balthasar Permoser, die vier Jahreszeiten darstellend. Sie wurden vor über 260 Jahren August dem Starken übergeben. Groteske Figürchen aus Perlen, Gold, Edelsteinen und Elfenbein. Ein Harlekin, ein Hofzwerg, ein Winzer und ein ausgelassener Koch. Das berühmte Dresdner Kaffeeservice, bestehend aus Gold, Silber, Email, Diamanten, Peridot und anderen Farbsteinen, Perlen, Elfenbein, Glas und Eisen. Vom Dresdner Hofjuwelier Johann Melchior Dinglinger.
Er schuf es vor fast 200 Jahren. Ein Hauptwerk des Dresdner Barock. Der Hof des Großmoguls in Delhi, dargestellt mit Figuren aus Gold. Vor allen Dingen ist die Frage unserer Zeit gewesen, wie hat sich der Meister orientiert über ein fremdes Land, seine Sitten und Gebräuche? Wie hat er es verstanden, das alles in kurzem konkret herauszugreifen, um was es eigentlich in der Hauptsache ging? Der Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aurangzeb. Ein weiteres Hauptwerk und Kabinettstück von Johann Melchior Dinglinger und seinen Brüdern Georg Friedrich und Georg Christoph, 1701 bis 1708. 132 Figuren und 33 Geschenke in emailliertem Gold entstanden weitgehend nach den Illustrationen von Reisewerken, aber auch nach völkerkundlicher, kunstgeschichtlicher und archäologischer Literatur. Das Werk ist die erste große Chinoiserie in Deutschland. Der Großmogul Aurangzeb, der von 1658 bis 1707 regierte, galt damals als der reichste und mächtigste Monarch seiner Zeit. Was Sie sehen, sind ungefähr 160 Gegenstände, die alle aus Gold gegossen sind und emailliert. Mit 5000 Diamanten geschmückt, ist es eines der schönsten Werke, die der große Meister Dinglinger hinterlassen hat. Die Waage, das ist der Wiegeakt, der hier vorn zum Geburtstag des Kaisers wichtig war. Er musste sich zu jedem Geburtstag wiegen lassen, in Gold, in Reis und in Silber. Und diese kamen dann zur Verteilung unter die Armen. Neben einer Hutagraffe mit dem berühmten grünen Diamanten, der Stern des großen weißen polnischen Adlerordens. Der weiße Adlerorden, den Sie da oben schauen, da ja August der Starke. Viele Schmuckgarnituren erinnern daran, dass August der Starke eine Zeit lang auch König von Polen war. Das grüne Gewölbe ist daher für polnische Besucher eine besondere Attraktion. Und die Ordensträger teils von. Proszę Państwa, tutaj jesteśmy w gablocie z biżuterią Augusta Mocnego oraz Augusta III. Tutaj mamy szlachetne kamienie. Französische Offiziere, ehemalige Gefangene auf der Festung Königstein, wollten die Sammlung 1945 als Kriegsbeute für Frankreich beschlagnahmen. Die amerikanische Besatzungsmacht verhinderte dies und übergab die Schätze an die sowjetische Armee. Nach 1958 wurde die Sammlung des grünen Gewölbes ebenfalls vollständig zurückgegeben. Nur ein Teil der Ausstellungsstücke ist im grünen Gewölbe zu sehen. Insgesamt hat sie 3100 Werke aus Gold, Silber, Edelstein, Elfenbein, Bernstein, Perlmutt, Emaille, Bronze, Eisen, Keramik und Glas. Viele Arbeiten davon von hohem künstlerischen Rang. Eine Bergmannsgarnitur für den sächsischen Kurfürsten Johann Georg II. Schmuckstücke aus Silber, Gold, Emaille, Granat, Bergkristall, Opal, Amethyst und Rauchtopas. Eine Inschrift kündet: Das Silber zu diesem Werk gab, durch Gottes Segen, der Sankt Daniel zum Schneeberg, 1776. Ein Festschmuck des Kurfürsten, der die Bedeutung des Bergbaus in Sachsen widerspiegelt. Die einzigen Ausstellungsstücke, die in dieser feudalen Gold- und Brillantenpracht an Arbeit erinnern. Dresden lockt, mehr denn je. Zwinger, Semperoper, Frauenkirche. Das, was nach der Zerstörung im Krieg wieder aufgebaut wurde, ist einmalig. Eine Stadt, die einem nie wieder aus dem Sinn gehen wird, schwärmen Reiseführer. Und da ist etwas dran. Sachsens Metropole ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Und nun erstrahlt sie auch noch in neuem Glanz. August der Starke lässt grüßen. Seine Schatzkammer kann nun wieder bewundert werden. Die Pforten des historischen grünen Gewölbes sind wieder geöffnet.
Besucher aus aller Welt interessieren sich für die barocke Attraktion und genießen den ganz besonderen, den sächsischen Zauber Dresdens. Bis zum nächsten Mal.